So, weiter geht's in Kapitel Nummer 3. Und zwar waren wir letzte Folge bei dieser Weltkugel. Und das werden wir jetzt ein wenig untersuchen, probieren. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Kugel da haben. Nee, die Kugel wollte ich haben. Nee, was soll denn das sein da überhaupt? Tschüss. Kann man das da irgendwie bewegen? Ah, da kann man bewegen. Wobei ich es trotzdem nicht ganz verstehe. Ah, da kann man weiter drehen. Sehr interessant. Aber das hilft uns jetzt gerade ein bisschen wenig. Wie schaut der Schlüssel überhaupt aus? Hat er irgendeine besondere Form? Was ist das hier? Nee, das ist, glaube ich, das ist noch nicht ganz richtig, was wir da machen. Ja, dann werden wir einfach mal suchen, was wir da alles noch machen können. Aha. Viel hat sich da jetzt nicht getan. Da ist ein Schlüsselloch. Es geht auf, Leute. Wie weit soll ich das jetzt nach links drehen? Nee, das muss dann so weit. Oh, das war zu viel, glaube ich. Fuck. Das müssen wir mal schön gemütlich angehen. Da geht's noch her, die ersten drei, vier. Viermal müssen wir hier runter. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry Leute, dass ich laut mitdenke. 6, 7, 8, 9. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5 nach drüben. Okay. 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist eigentlich offen. Es war doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe, aber es war doch auch nicht ganz, ganz leicht. Aber da kommt schon was raus. Ein Rahmen für ein Stück Papier mit einer Betrachtungslinie. Ja, dann werden wir das Bild da mal nehmen. Voilà. Was sehen wir? Ein Haus. Versuchen wir mal das so zu betrachten, was dann passiert. Ein Film.
Sigil. Müssen wir uns, glaube ich, merken. Sigil. So, dann ist die Seite mal fertig und ja. Schauen wir mal, was da so auf uns wartet. Also, da fehlt noch was, genau, das haben wir schon mal angeguckt. Was ist da hier oben los? In diese Aussparung kann etwas eingefügt werden. Ich habe aber nichts zum Einfügen. Das ist aber blöd. Was ist denn das bitte? Ein viereckiges Loch, in das etwas eingeführt werden kann. Also brauchen wir da wahrscheinlich auch so einen Schlüssel. Was ist denn da jetzt? In das Holz ist ein Symbol. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wieder mal. Na, die kriegen wir auch nicht auf. Halt, jetzt geht ja gar nichts mehr da, oder was? Ist da oben irgendwas? Ich muss mich erstmal auf die Seite der Kiste konzentrieren, okay? Puh. Ein ungewöhnlich geformtes Loch. Ah, da ist vielleicht was zu drehen, ha? Kann ich das da ankreuzen? Verdammt, das geht ja auch nicht. Jo. Ich schaue mir mal einen Chip an. War noch etwas in dem Tresor, den ich geknackt habe? Kommt drauf an, welchen Tresor. Ah, da unten liegt ja ein kleiner quadratischer Bolzen. Für was wir den jetzt auch immer brauchen, aber ich gehe mal wieder hier zurück, wo das jetzt auch immer war. Okay, das könnte sowas zum Reinstecken sein. Und wo ist eben die Frage? Da habe ich es auch schon mal nicht. Kann ich bitte noch einen Hinweis haben? Wo könnten wir einen Bolzen reinstecken? Da oben? Ne. Leute, macht's mir doch nicht so schwer. Also das Kapitel hat's in sich. Schauen wir uns den mal genauer an. So eine Art Stern. Das ist so ein Schlüssel, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, glaube ich. Wir könnten uns noch mal die Weltkugel angucken. Ob wir da was Viereckiges haben, das könnte ja was sein. Nein, das war auch nichts. Da haben wir noch einen Tipp. Auf diesem quadratischen Bolzen ist ein Muster. Ob es wohl zu irgendeinem Dingsbums passt? Was für ein Muster? Hä? Ja, da ist der Herr Niki wieder beim Denken und so ready.
Was für Platte? Ich sehe da keine Platte, Alter. Was ist mit dir? Irgendwas schaut da jetzt an. Ah! Und? Helfen tut mir der Hinweis nämlich jetzt gerade null. Ja, das ist mir schon klar, dass die anders ausschaut, aber helfen tut mir das, wie gesagt, null. Da könnten wir doch das Ding reinstellen. Nee. Ja, eine sternförmige Aussparung, das ist ja ein Stern, aber nicht der richtige, wie es ausschaut. Ja, okay, ja, die kuhförmige Platte und weiter. Mann, der macht mich fertig. Ah! Das kann man ja auch bewegen. Aber, naja. Und was soll ich da jetzt wirklich machen? Ah, Lecco mio. Ein viereckiges Loch. Voila. Respekt, jawohl. Mann, war das schwer. Und so, wie war das Wort jetzt? Verdammte Kacke. Sorry, Leute. Ein bisschen Schluck auf. So. Sigil ist das Wort, das wir jetzt da mal eingeben, wo auch immer das jetzt war. R. So, S. C. C. I. Und L. Sigil. Jetzt geht was auf, Leute. Und zwar ein heller blauer Kristall, der ein seltsames Licht vertönt. Ja, und da ist wieder ein Zettel. Lest ihn doch mal brav durch, Leute. Und wir versuchen unser Glück weiter. Jetzt können wir da mal schauen. Bei der komischen Welt könnte man da vielleicht den Kristall reinstecken. Nö. Das wäre zu leicht gewesen. Aber vielleicht hier bei dem komischen Schlüsselloch. Nö. Aber vielleicht hier. Drehen wir mal das Ganze ein bisschen. Nee. Ja, wo könnte man das da reinstecken? Vielleicht da vorne. Jawohl! Oh, der fährt jetzt rein. Mann, ist das. Das Ding ist so gut gemacht, das Spiel. Okay, jetzt haben wir einen Strahl erzeugt. Und was passiert jetzt? Ein kleines, gewichtiges Schwungrad. Für was wir das denn schon wieder brauchen, das ist jetzt mal die Frage.
Schwungrad. Wo könnte man hier ein Schwungrad einpflanzen? Ich würde ehrlich gesagt tippen, mal bei der Kugel. Hier irgendwo. Aber das scheint nicht so. Suchen wir einfach mal ein bisschen was. Ich schaue mir das mal genau an. Schwungrad. Da ist ein Kreuz drin. Jetzt ist die Frage, wo haben wir hier ein Kreuz? Ah, da ist ein Kreuz. Respekt. Eine Lade. Und was befindet sich jetzt da drin? Okay. Eine Art Reflektor und ein sechseckiges Kartenstück. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an hier. Okay, das gehört, glaube ich, in die Weltkugel. Aber was das hier sein soll, dann, das rätsel ich mich noch. Aber wir gehen mal zur Weltkugel und suchen. Nee, das hat keine sechs Ecken. Da. Habe ich doch gewusst. Und da geht wieder was auf. Eine Messingkurbelgriff mit quadratischem Bolzen. Den müssen wir sicher irgendwo reinstecken. Nur wo ist jetzt die Frage? Nur wo? Vielleicht oben hier irgendwo, denn jetzt kann man da vielleicht mal was machen. Oder auch nicht. Können wir nichts hinstellen? Nein, wir können nichts hinstellen. Da haben wir noch so ein Rädchen. Okay, ich muss mich noch immer erst auf die Seiten konzentrieren. Schauen wir uns ein wenig wieder um. Ja, jetzt wäre ein Tipp vielleicht wieder mal vonnöten. Dieser Griff muss sich irgendwo einfügen lassen. Ja, nee, ist klar. Das weiß ich selber auch, Leute. Lässt sich da irgendwas bewegen oder so? Da ist nichts. Da unten wäre noch was. Ah, das war das, wo das reingefahren ist, okay. Was haben wir hier oben? Da könnte doch so ein Griff reinpassen. Jawohl, nein, wat, wat, wat. Jawohl. So, jetzt ist das Ding hier offen. Was zur Hölle? Hä? Da könnten wir wieder so ein Symbol zusammenkriegen. Die Frage ist halt, wie. Versuchen wir es mal so rum. Das passt doch, oder? Warte mal, da hat es doch dieses Symbol gegeben auf der Karte. War das da drin? Nee. Wo war das drin? Nein, da war das auch nicht. Da.
So, aber ich glaube, das hat mit dem nichts zu tun. Diese runde Holzplatte schimmert merkwürdig. Ja, das soweit sind wir schon. Die Frage ist für mich eher, was wir da draus basteln können. Ah, da oben ist die eine Linie. Seht ihr die? Hoppala. So, im Prinzip müsste es fast passen. Oder auch nicht. Nee, ist so schon gar nicht. Hoppala. Na. So, wenn ich, wie weit einander komme ich gar nicht rüber, also ging das gar nicht. Wenn dann wirklich so. Jawohl, Respekt, wir haben's. Und jetzt geht das Rätsel weiter. Und da ist irgendwas zum Reindrücken. Genau. Eine aufwendige Holzkiste. Nicht schon wieder. Jo. Nur was machen wir jetzt mit der Holzkiste? Das ist wieder mal eine andere Frage. Aber wir sind schon mal gut unterwegs. Vielleicht da die Holzkiste rein? Nö. Das wäre wirklich zu einfach gewesen. Schauen wir uns die mal genau an, die Holzkiste. Irgendwas muss doch hier funktionieren. Die Frage ist halt was? Und was das da oben ist, frage ich mich eigentlich auch. Oh, das da oben wird noch ein richtiger Spaß werden. Ich sollte mir diese Holzkiste ansehen. Einige Teile wirken. Was? Wirkenlose. Ah, tatsächlich, schaut mal da. Schade, die kann ich irgendwie nicht überdrehen, dass das da vielleicht rausfällt. Wie mache ich das da am besten? Ich glaube, ich kann die runde Platte auf einer Seite der, was? Der aufwendigen Kiste drehen. Ja, dann, wo ist da bitte runde Platte? Ich meine, Leute, sehe ich sie da jetzt eine Runde bloten? Ich habe gar nichts gefunden. Ah, da unten! Na toll. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt hier? Was zur Hölle? Oh mein Gott.